Beim Handeln mit Anteilen an diversen Börsen agieren grob zwei Menschengruppen im Hintergrund. Warum es wichtig ist, diese verstehen und ihre Handlungen kennenzulernen, um maximalen Nutzen daraus ziehen zu können, das erkläre ich dir heute im nachfolgenden Video und ich freue mich schon drauf. Willkommen zurück. Überall, wo an Börsen, an diversen Börsen Kurse hinterlegt sind und vor allem Schwankungen passieren, ziehen zwei Menschengruppen im Hintergrund die Fäden. Die einen machen das unbewusst und die anderen machen das bewusst. Ich möchte euch heute diese beiden Menschengruppen ein bisschen näher bringen und wir starten mit der großen. Ich möchte diese Menschengruppen benennen mit minimalen Profiteuren und den maximalen Profiteuren. Die große Gruppe umfasst in etwa 90% dieser Menschen und ist eben die, die nur minimal an diesem Markt mit profitiert. Was sind jetzt die Merkmale dieser beiden Gruppen und vor allem, wie handeln sie in diversen Situationen? Eines dieser wichtigsten Merkmale ist einmal, sie sind manipulierbar. Was heißt das? Über Medien informiert, zum Beispiel Zeitungen, Fernsehen, aber auch Institutionen wie Arbeiterkammer, die ja gegen alles und jeden wettern, negativ beeinflusst, setzen sie dann Handlungen, die nicht zu ihrem Vorteil sind. Sie sind auch uninformiert, das heißt, sie holen sich nicht Informationen von oberster Stelle, sondern vielleicht direkt aus dem Umfeld. Was ich über die letzten 10 Jahre lernen durfte, ist, wenn du in einem Bereich weiterkommen möchtest, dann kannst du dich nicht in der eigenen Familie oder im Freundeskreis oder im direkten Umfeld informieren, weil die haben in der Regel gleich oder sogar weniger als du selbst. Also du musst zu Menschen gehen, die in dem Bereich, wo du vorwärts kommen möchtest, bereits nachweislich erfolgreich sind. Die Menschengruppe, diese große, ist auch beratungsresistent, das heißt, sie handeln in Eigenregie und dann meistens zu ihren Ungunsten. An dieser Stelle möchte ich ein Zitat von Warren Buffett, einem Börsenguru, bringen, der sagt, das Dümmste ist es, Anteile zu kaufen, nur weil sie am Wert steigen. Zuerst musst du das Unternehmen im Hintergrund verstehen und wissen, dass die Produkte oder die Dienstleistungen, welches das Unternehmen anbietet, Zukunft haben und das Unternehmen auch sicher Gewinne macht. Und dann kannst du in diesen Markt mit Anteilen, mit dem Kauf von Anteilen hineingehen. Dann beobachten und diverse Signale, Kaufsignale dann auch nutzen, um nachzukaufen. Und eines muss man verstehen lernen. Die meiste Rendite macht man beim Kauf. Ja, die Kurskorrekturen, also wenn es einmal einen Schwenker nach unten gibt, die kann man dann immer natürlich zu seinem Vorteil nutzen, wenn man sich sicher ist, dass das Unternehmen im Hintergrund passt. Die große Gruppe der minimalen Profiteure, die nutzt so Kursschwankungen nach unten leider, um in Panik und unter Druck ihre Anteile auf den Markt zu werfen. Meist dann noch obendrauf mit einem Minus und dann sind alle anderen an ihrem Agieren schuld, die Handelsplattform, das Unternehmen. Sie übernehmen nicht die Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Das Paradoxe daran ist, dass sie diese Aktionen immer und immer wieder von sich aus tun, weil sie nichts dazulernen. Sie sind aber eine Konstante in diesem Spiel und auf die kann man sich dann verlassen, weil sie bei den nächsten Aktionen eben wiederum dieselben Aktionen setzen. Diese Gruppe kann aufgrund ihres Agierens eben maximal, minimal profitieren. Kommen wir in unserer kleinen Gruppe, den von mir benannten maximalen Profiteuren. Was zeichnet diesen elitären kleinen Kreis an Menschen aus? Zum einen sind sie immer bestens informiert und zwar nicht über die Medien, sondern sie holen sich Informationen direkt vom Unternehmen auf vielleicht Firmenveranstaltungen. Sie warten auch nicht so lange. Wenn sie über den Hintergrund gut informiert sind, dann gehen sie mal in diesen Markt mit einem gewissen Kapital hinein, um sich das Ganze anzuschauen. Sie beobachten den Kurs und nutzen Kaufsignale, also eine Kursschwankung nach unten, um den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Cost-Average-Effekt heißt nichts anderes. Ich habe vielleicht um 100 gekauft Anteile und dann entwickelt sich der Kurs auf 60 hinunter, vielleicht nach einem Angriff und dann kaufe ich um 60 nach und damit revidiert sich mein durchschnittlicher Einkaufspreis natürlich nach unten und ich bin bei der nächsten Bewegung nach oben schneller im Plus. Auch immer wiederkehrende Käufe wie täglich,
wöchentlich oder monatlich machen Sinn, weil man über die Monate und Jahre einen attraktiven Mischkurs zusammenbekommt. Außerdem minimiert man das Risiko, dass man vielleicht punktuell mit einem größeren Kapital hineingegangen ist und vielleicht überteuert gekauft hat. Wenn es jetzt auch noch Gewinnausschüttungen gibt, dann kann man die in Kaufphasen natürlich reinvestieren oder aber auch in Verkaufsphasen, also wenn der Kurs sehr weit fortgeschritten ist, auch realisieren, also das Geld herausladen. Wenn der Kurs am permanenten Steigen ist, dann kann man auch sehr intelligent, und das macht diese kleine elitäre Gruppe, abschöpfen. In kleinen Tranchen zuerst das Risiko herausnehmen und in weiterer Folge dann auch Gewinne mitzunehmen. Der Zeithorizont bei der kleinen Gruppe ist deutlich länger wie bei der großen Gruppe, 3, 5, 10 Jahre oder noch länger, natürlich vorausgesetzt, dass das Unternehmen passt. Sobald das Risikokapital draußen ist, kann man natürlich auch viel einfacher wieder in den Markt einsteigen, wenn es einmal eine Kurskorrektur nach unten geben sollte. Die Masse macht das ganz genau umgekehrt. Sie wartet sehr lange, kauft sehr teuer und verkauft möglicherweise zu billig, um dann sich als Opfer zu fühlen. Fazit ist, das ganze Spiel an Börsen ist immer sehr einfach. Man sollte maximal billig kaufen und maximal teuer abschöpfen oder verkaufen. Gibt es Ausschüttungen, dann ist das sicherlich die intelligenteste Art, Geld aus einem Markt herauszunehmen, weil das nicht voraussetzt, dass man Anteile verkaufen muss. Verglichen mit einem Hühnerstall ist das so, dass die Anteile die Hühner darstellen und die Gewinne, die ich rausnehme, Verzeihung, die Gewinne, die ich rausnehme, die Eier sind, die ich mir vielleicht wöchentlich, monatlich oder im Quartal hole. Damit muss ich keine Hühner schlachten. Wenn dir dieses Video geholfen hat, in Zukunft noch effizienter und gewinnbringender Anteile zu handeln, dann gib mir einen Daumen nach oben und gerne hinterlass auch noch einen positiven Kommentar. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der einfach Martin Bliberger heißt. Gerne kannst du den abonnieren, um auch per E-Mail immer verständigt zu werden, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen und wünsche dir ganz viel Erfolg beim erfolgreichen und antizyklischen Handeln an diversen Börsen.